Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brim. Gut, so, letzte Folge sind wir hier stehen geblieben, wir haben es aus dem Zimmer rausgeschafft, wir waren mal wieder in der Welt der Lebenden, haben unseren besten Freund Christian dadurch das Leben gekostet. Ja, und jetzt müssen wir irgendwie schauen, wie wir weiterkommen, ne? Und wir können ja, so viel ich gesehen habe, das Gebiet ja hier verlassen. Genau. Und können jetzt dann weiterreisen. Und so viel ich gesehen habe, eh eigentlich nur zum Zuhause der Mäuren. Und dann wir können auch zum verbotenen Wald, zum Hafen. Wir haben ein paar Wege. Gehen wir mal zu den Mäuren. Nein, das passt nicht. Nein, wirklich nicht. Vielleicht so? Warum hast du ein Hühnerbeinchen? Nein! Schöne Musik? Wunderschön. Was? Ich sagte, ich mag das Lied. Die Melodie ist schön. Toll. Was weißt du schon? Sie ist wertlos. Entschuldige, ich... Ist schon okay. Ich wollte nicht so rüpelhaft rüberkommen. Kein Problem. Rüpelhaft ist mein zweiter Vorname. Der erste ist übrigens Prim. Prim? Also ist es wahr. Thanatos hat sein Baby nach Hause geholt. Hey, ich bin kein Baby. Du warst eins, als wir das letzte Mal von dir gehört haben. Mein aufrichtiges Beileid wegen deiner Mutter. Danke. Aber schön, dass du jetzt hier bist. Ich bin Echo. Weißt du, dass du ein Loch in der Brust hast? Du weißt, dass du ein Loch in der Brust hast? Natürlich. Aber wo ist dein... Mein Herz? Die Heimat meiner Liebesflamme. Das pulsierende Zentrum meiner Seele wurde aus meinem Busen entfernt und voller Bewunderung dem Objekt meiner Begierde als Devotionalie dargebracht. Ich habe es mir selbst herausgeschnitten, okay? Und Lachilav 3 geschenkt. Als Zeichen meiner Lachilav 3. Du hast was? Meinst du nicht, dass das etwas übertrieben war? Wie kann man übertreiben, wenn man liebt, Prim? Vollkommene Hingabe verlangt nach dem Superlativ. Immer. Und wo ist diese Lachilav? 3. 3. Ihr Name ist Lachilav 3. Zumindest ist es der von ihrem Avatar in Zwerg Ärgere dich nicht online. Später habe ich herausgefunden, dass ihr echter Name Lachesis ist. Sie wohnt in dem Haus dort drüben. Was? gut. Ja. Versteh mich nicht falsch, aber warum bist du ein halbes Hähnchen? Hähnchen? Pardonne-moi, Miss Reaper. Ich bin eine Sirene. Aber sind sie sowas wie Meerjungfrauen? Ein verbreiteter Irrglaube. Wir sind Vogelmenschen. Oh, interessant. Na, da habt ihr es sein können. Auch von den Flügeln. Okay. Wenn du eine Sirene bist, solltest du dann nicht Seefahrer in ihren Tod locken oder ja. So? Naja, ich glaube, diese heimtückische Verführernummer ist einfach nicht so meins. Meine Musik ist nicht mal gut genug, um die Meinung der Leute zu ändern. Auf was wartest du? Hör auf, traurige Lieder zu spielen und triff dich mit Lachesis. Wenn es doch nur so einfach wäre. Aber es ist einfach. Ihr seid doch nur ein paar Schritte voneinander entfernt. Du musst nur... Du verstehst das nicht. Es sind ihre Schwestern. Lachi ist eine Moira, eine Schicksalsgöttin. Und diese Frauen stehen sich ziemlich nah. Als ich Lachilav 3 das erste Mal besucht habe, wurde ich nervös und habe aus Versehen ihre Schwestern geweckt. Und dann habe ich all diese dummen Sachen gesagt. Weißt du, wenn ich nervös bin, platzt es einfach aus mir heraus. Also dachte ich, wenn ich ihr mein Herz schenke, dann wird es die Herzen ihrer Schwestern erweichen. Aber Pustekuchen. Das klingt verzwickt. Hast du denn einen Plan? Es muss doch einen Weg geben, sie zu überzeugen. Wie du siehst, versuche ich mich an der offensichtlichen Lösung. Als Sirene sollte ich doch in der Lage sein, sie mit meiner Musik zu beeinflussen. Aber ich weiß einfach nicht, worüber ich singen soll. Hm,
ich kann nicht für jeden sprechen, aber wenn ich eine von Lachis Schwestern wäre, würde ich wollen, dass du dich für meine Familie interessierst. Ich bin verzweifelt. Ich probiere alles. Also, was weißt du denn über sie? Ich glaube, sie haben alle einen Lieblingsort. Ich meine, wer hat denn keinen? Könnte funktionieren. Was ist denn ihr jeweiliger Lieblingsort? Ich habe keine Ahnung. Oh. Und sie haben eine Taverne, richtig? Dann werden sie sicherlich auch Lieblingsgetränke haben. Es wäre auch sinnvoll, etwas über ihre Allergien zu wissen. Immerhin geht Liebe durch den Magen. Und doch wohl zum Herzen. Habe ich recht? Es sei denn, man hat ein riesiges Loch an der Stelle. Das hilft uns gerade nicht, Mademoiselle Reaper. Und sie haben Haustiere. Aber ich habe auch keine Ahnung, welche. Ja, aber was weißt du überhaupt? Getränke, Allergien und Haustiere. Weißt du was? Ich schaue mal, was ich für dich herausfinde. Na, und dann baust du das in deinen Song ein. Ich das will nicht. Das wird mich umhauen. Na, das würdest nicht. Du tun? Na, würde ich nicht. Danke dir. Ich habe eigene Probleme. Sag Bescheid, wenn wir ihn vortragen können. Du könntest einfach ihren Sound fertig streichen. Der ist halb fertig. Das hat doch bestimmt einen Grund. Die würden sich sicherlich freuen. Was ist das für ein Schachbrett? Ich hätte ja nicht gedacht, dass im Reich der Toten Schach gespielt wird. Endlich etwas, das ich kenne. Schach? Was für ein absurdes Spiel. Nein, nein, nein. Dies ist das offizielle Zwerg-ärgere-dich-nicht-Spielbrett. Ich spare noch auf die Sammleredition mit invertierten Kachelfarben. Aha. Was für ein süßes kleines Kerlchen. Pardon moi. Dies ist ein offizieller Zwerg-ärgere-dich-nicht-Zwerg. Und er ist weder süß noch klein. Er ist genau richtig. Mit seiner weißen Zipfelmütze und seiner Knollennase. Okay, jo. Wofür sind diese Kabel da? Ist das nicht offensichtlich? Ich spiele Zwerg ärgere dich nicht online. Mein Spielbrett ist mit dem im Garten der Mäuren verbunden. Wenn ich ein Zwerg bei mir aufs Feld stelle, erscheint er da drüben ebenfalls. Nur viel größer. Hä? Die wohnen ja da, oder? Ich bin jetzt zu den Mäuren gegangen, oder wo bin ich? Was ist passiert? Hier wird gerade gebaut. Ich frage mich, was das mal werden soll. Ja. Mit der Mischmaschine. Gut. Baum? Mom hat mal unsere Initialen in einen Baum geritzt. Ich fand das damals schrecklich kitschig. Heute würde ich den Baum gerne nochmal sehen. Kann ich einfach mitnehmen? Oh. Er ist leer und voller Löcher. Ganz toll. Ja. Voll mit weißer Farbe. Weiße Farbe. Ich habe nie verstanden, warum irgendjemand die Dinger in seinem Vorgarten haben will. Ich werde diesen Vorgarten vom Anblick dieses Scheusals erlösen. Einfach, weil ich es kann. Ja. Es fängt schon wieder gut an. So, ich habe schon wieder so interessantes Zeug. Also da gibt's Hinweise. Lösung? Kitzle die Hotspot-Königin, damit sie dir hilft. Ich habe keine Ahnung, wer die Hotspot-Königin ist. Das sind ja die Viecherl, ne? Aber wie sollen die kitzeln? An alle Geister. Beschweben der Baustelle verboten. Eltern haften für ihre Kinder. Thanatos wäre außer sich, wenn ich... Nein, lieber nicht. Ich habe schon genug Ärger am Hals. Noch ein Warnschild. Vorsicht. Vergiftungsgefahr. Oh, das ist nur die Speisekarte der Taverne. Toll. Zur nebligen Moira. Keine Zimmer frei. Eine Karte. Ah, schau. Die habe ich jetzt gesehen. Geil. Was haben wir da? Lake IQ 103, 62 Kilo. Bis jetzt keine Ahnung. Guck
Kann ich was tun? Karten im Deck 1 von 8. Ach so. Okay. Geh mal da wo mal rein. Da sind sie, die Glotzerten. Hallo. Wie schön, dass du deinen Spaß mit unserer Türklingel hast, Liebes. Aber dieser Lärm erzeugt eine starke disharmonische Energie. Hä? Das Geschrei. Es ist viel zu laut. Ich kann dich nicht hören. Das Geschrei ist viel zu laut. Oh. Ich sollte diesen Krach wirklich abstellen. Hey. Hey, er hat versucht, mich zu beißen. Es muss einen besseren Weg geben, ihn ruhig zu stellen. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Was will er denn Garten zwerg? Es muss einen besseren Weg geben, ihn ruhig zu stellen. Was hat man davon, wenn man hier Haus betritt? Das ist die Getränkekarte. Sie heißt die Favoriten eurer Gastgeberin. Das müssen die Lieblingsgetränke der Mäuren sein. Jede von ihnen hat hier etwas geschrieben. Aber es steht nicht da, wessen Favoriten das sind. Mal sehen. Der erste Drink auf der Karte heißt Knoblirinja. Bestehend aus Zuckerschnaps, einer Limette und... Oh, drei ganzen Knoblauchzehen. Darunter steht eine Anleitung, wie man diesen Cocktail zubereitet. Aber sie ist voller Rechtschreibfehler und kaum lesbar. Dann steht hier Efeu-Punsch. Mit einer Bemerkung. Auch für meinen Fisch Schrödinger. Und zuletzt Brutbier. Ohne Efeu. Okay. Aha. Die Leute hier unten haben schon einen merkwürdigen Geschmack. Ist das das Herz vom Echo? Du, wie kriegen den Kopf so ein bisschen leise? Ja, und wie? Diese Fäden haben eine wirklich erschreckende Macht über uns Menschen und bestimmen, wie lange wir leben. Und hier liegen sie einfach auf einer selbstgezimmerten Bar herum. Das Jenseits ist seltsam. Keiner von ihnen sieht gerissen aus. Tristans Lebensfaden muss woanders sein. Der muss ja irgendwie zum. Du musst ja irgendwie schön kriegen, das Krebs ja nicht. Das wird er doch hoffentlich nicht nochmal machen, oder? Autsch! Okay, super. Ja, wie stöhnten die denn sonst bitte stumm? Korken. Dann hätte ich es auch nicht gesehen jetzt. Oh, bitte. Mal sehen, ob ihn das beruhigt. Fast dran lutschen. Na Gott sei Dank. Jetzt schweigt er wie ein Grab. Herrlich. Oh, viel besser. Möge die Liebe, die du aussendest, zu dir zurückkehren. Glaubst du, ich kann ihn mitnehmen? Sei frei wie ein Vogel und schnapp ihn dir. Ich hab ihn sowieso nie besonders leiden können. Das kann man gut vorstellen. Er ein berühmter Sänger oder sowas ähnliches war, bevor er zum Schrumpfkopf wurde. Aber das ist lange vorbei. Jetzt fällt er nur noch durch sein furchtbares Geplärrer auf. Sänger? Namaste, du wunderschöne Seele. Namaste. Was bitte? Namaste, was? Ganz genau. Lass dich von abgenutzten Worthülsen in kein Sprachkorsett zwängen.
Drücke dich in deiner ganz eigenen Weise aus. Ich fürchte, das wird eine eher seltsame Unterhaltung. Wer bist du? Die meisten wahrscheinlich. Oh. Ich habe viele Namen. Die Zuteilerin, die Gegenwart, das Hier und Jetzt. Ich bin eine Moira, eine Tochter, eine Liebende und vor allen Dingen eine Schwester. Ich bin Lachesis, aber meine Freunde nennen mich Lachi. Also, nenn dich alle Lachesis. Oh, sie ist schlagfertig. Das gefällt mir. Und die Ähnlichkeit ist erstaunlich. Da ist kein Vaterschaftstest nötig, wenn du mich fragst. Was? Ich sehe genau wie meine Mutter aus. Wenn du das sagst, Prinzessin des Todes. Ich heiße Prim. So sei es. Prim. Meine Schwestern und ich heißen dich willkommen. Wir fragen einfach mal. Wir wissen eigentlich aber... Wir sind die Schicksalsgöttinnen, Prim. Kennen wir von der nordischen Mythologie. Wir spinnen und messen die Lebensfäden der Menschen. Und am Ende ihrer Zeit durchschneiden wir sie. Und was ist deine Aufgabe? Ich bin die Zuteilerin und messe die Fäden. Also hast du auch... Oh, Kleine. Ja, ich habe auch den Lebensfaden deiner Mutter vermessen. Armes Ding. Es tut mir so leid. Hast du entschieden, wie lang er sein würde? Nein, nein! Wir entscheiden nicht. Das tut das Schicksal. Wir sind nur seine Dienerin, sozusagen. Die ausführende Gewalt. Sie fehlt dir bestimmt sehr. Können wir bitte über etwas anderes reden? Nein. Klar. Oha. Ne, wir können alles durchfangen. Mhm. Du weißt nicht zufällig, wo die gerissenen Lebensfäden aufbewahrt werden? Keine Ahnung, Sonnenschein. Du solltest Atropos fragen, meine älteste Schwester. Sie ist diejenige, die sie zerschneidet. Also muss sie sie danach auch entsorgen, nehme ich an. Okay. Wo kann ich sie finden? Oh, sie schläft. Genau wie meine andere Schwester Kloto. Im Obergeschoss? Nein. Wo sind sie dann? Genau hier. Du musst sie nur aufwecken. Ich verstehe nur Bahnhof. Was ist das hier für ein Ort? Du bist in der Taverne zur nebligen Moira. Dem einzigen Gasthaus der Unterwelt. Ausgenommen von dieser schäbigen Spelunke in den Feldern von Asphodel. Aber angeblich wurden dort Minotaurus-Exkremente in der Küche gefunden. Unglücklicherweise muss ich dir mitteilen, dass unser einziges Gästezimmer jedoch vermietet ist. Vermietet und zurzeit gesperrt. Wie auch immer, wir planen derzeit eine wahnsinnig tolle neue Attraktion in unserem Außenbereich. Glaub mir, wenn alles wie geplant läuft, werden wir von 5 Schädelbewertungen nur so überrollt werden. Das ist aber, hey, sie haben es echt gut gemacht mit dem ganzen Drumherum, mit dem vom echten richtigen Leben, mit dem Tod so also verbinden, wie es in der Unterwelt wäre, in der Todeswelt. Ist es echt lieb gemacht, echt toll gestaltet. Okay, schau mal. Harris schickt mich. Sie braucht Zugang zu ihrem Labor. So gern ich dir da helfen würde, meine Süße. Ich fürchte, diese Tür bleibt verschlossen. Sorry. Wir haben deine Tante viele Male gewarnt, aber sie hat die Miete trotzdem vergessen. Bist du sicher, dass du uns nicht in Karis Labor lassen willst? Sorry, Mondsichel. Nein. Mondsichel. Dachi, kannst du mir nicht ein wenig über dich und deine Schwestern erzählen? Was ist zum Beispiel euer... Entschuldige, Liebes. Ich distanziere mich von jeder Art der Selbstdarstellung und versuche stattdessen, eins mit dem Universum zu werden. Außerdem will ich hinter dem Rücken anderer nicht schlecht über sie reden. Also sag ich lieber gar nichts. Du hättest ja nicht schlecht reden, hättest du gut reden können. Dass sie herzlose Monster sind, die mein Leben zerstören und alles ruinieren wollen, von dem ich jemals geträumt habe. Außerdem machen sie sich ständig über meine Rechtschreibung lustig. Okay. Okay, ja, scheinbar dann hast du die Liste. Okay, okay. Was war das nochmal mit deiner Rechtschreibung? Kloto und Atropos machen sich immer deswegen über mich lustig.
Okay, ich mag ein, zwei kleine orthografische Problemchen haben. Pro Wort. Aber wer hat die nicht, oder? Du hattest recht. Deine Schwestern sind Monster. Schrecklich. Ich glaube, du hast einen nicht ganz so heimlichen Verehrer. Du hast meinen Echo getroffen. Oh, ist er nicht herzallerliebst? Wo du davon sprichst, ist das da drüben... Sein Herz. Goldrichtig. Er hat es mir geschenkt, als Zeichen seiner Liebe. Ich verstehe immer noch nicht, warum Selbstverstümmelung romantisch sein sollte. Irgendwann wirst du es, mein Schatz. Die Achterbahnfahrt einer verbotenen Liebe. Oh, ja richtig. Deine Schwestern mögen ihn nicht, stimmt's? So ist es. Dabei brauche ich ihren Segen wirklich dringend. Weißt du, wir stehen uns sehr nah. Das muss hart sein. Oh, du hast ja keine Ahnung, wie hart. So hart wie Echo. Was, wenn ich Echo dabei helfe, deine Schwestern davon zu überzeugen, dass ihr zwei füreinander bestimmt seid? Gibst du mir dann den Schlüssel zum Labor meiner Tante? Wenn du das für mich tust, Prim, dann werde ich alle Regeln dieser Welt, kreativ für dich auslegen. Aber sag's nicht deinem Vater, hörst du? Es schien ihm sehr wichtig zu sein, dass wir deiner Tante eine Lektion erteilen. Du weißt schon, weil sie immer so vergesslich ist. Kein Problem. Ich bin quasi Expertin darin, ihm Dinge nicht zu erzählen. Erinnerst du dich an unsere Abmachung wegen des Labors? Klar wie die Nacht. Du sorgst dafür, dass meine Schwestern unsere aufblühende Liebe akzeptieren. Ich werde den Text selber lesen sollen, dann hätte ich mir den Schlüssel zum Labor deiner Tante mitnehmen. Ich denke, ich werde woanders gebraucht. Bis später, Lachi. Möge deine Reise voller Liebe und Licht sein, Prince. An diesen dunklen Ort. Ja. Gut, was haben wir jetzt? Wir haben um den Schreikopf. Ah, Schrumpfkopf. Ja, im Prinzip dasselbe. Der Nuckel da. Wie tun wir das da weg? Na, ich muss mir nicht mal die Lösung immer ansagen, weil das... Ah, nochmal draufdrücken. Lebensfern aufhören. Wie finde ich raus? Ich habe gedacht, wir haben so eine Liste mit Rechtschreibfehlern. Die wollte ich mir mal anschauen. Was hat sie nicht genommen? Ist die Getränkekarte. Das müssen die Lieblingsgetränke der Mäuren sein. Jede von ihnen, der erste Drink auf der Karte heißt Knoblirinja. Bestehend aus Zuckerschnaps, einer Limette und... Darunter steht eine Anleitung, wie man diesen Cocktail zubereitet. Aber sie ist voller Rechtschreibfehler. Dann steht hier Efeupunsch. Mit einer Bemerkung. Und zuletzt... So, was haben wir hier? Wir können natürlich nach oben. Tür zum Labor wird verschlossen sein. Das wird der Schlüssel sein, den wir nicht nehmen dürfen. Erinner dich an unsere Abmachung, Liebes. Du besorgst mir eine Verabredung mit Echo und ich guck weg, während du dir den Schlüssel schnappst. Du schaust ja jetzt sowieso nicht hin. Verschlossen. Es ist keine Prim-Klappe. Macht dir nichts. Gut. Das muss die Tür sein, die in Kerris Labor führt. Tut mir leid, Sonnenschein. Kein Zutritt. Deine Tante schuldet uns so viele Monatsmieten, dass wir entschieden haben, ihr Zimmer zu sperren. Gehen wir mal einen Stock höher. Und du kommst gerade direkt ins Zimmer. Totes Fischlein. Der übt bestimmt nur Rückenschwimmen. Oder? Also, wir kriegen jetzt die Hinweise. Die haben zum Beispiel Haustier. Ja, toter Fisch. Ich musste den ganzen Morgen saugen. Bin immer noch am Niesen. Er ist allergisch. Hausstaub, Maßbandwecker. Drei äußerst seltsame Wecker.
Einer hat Scherenblätter statt Zeiger. Der nächste sieht aus wie ein Spinnenrad und der letzte... Soll das ein Maßband sein? Ich nehme gleich alle Wecker mit. Wenn schon, denn schon. Ja, klar. Aber die schlafen die alle drei in einem Bett? Okay. Antiallergiker. In der Schublade liegen Allergiesprays, die mit Knoblauchzehen bedruckt sind. In der Schublade liegen Allergiesprays, die mit Knoblauchzehen bedruckt sind. Ich finde deinen Fisch ziemlich verwirrend. Das hat sie Lache geschrieben. Halte dein haariges Viech fern von meiner Seite des Beets. Ah, die Lache geschrieben. Der liegt da. Drei verschiedene Kissen und Decken. Äußerst seltsam. Ja, ein bisschen schon. Ich nehme an, unzählige Lebensfäden wurden damit durchtrennt. Da braucht man natürlich auch mehrere Scheren über die Jahrtausende hinweg wahrscheinlich. Ein gerahmtes Bild des verbotenen Waldes. Hey, da steht eine Widmung des Künstlers auf dem Rahmen. Alles Gute zum Geburtstag, Atropos. Deine Bella. Dann ist das ihr Lieblingsort. Es ist nur ein leerer Bilderrahmen, der um ein Loch in der Wand aufgehängt wurde. Wenn man durchguckt, sieht man den Garten der Mäuren. Ja, das hat auch jemand sein Lieblingsort, wahrscheinlich der Garten. Wie viele Notizen sind da? Pluto, wann wirst du das Loch in der Wand reparieren? Okay, dann hat die Pluto, ist das ihr Lieblingsort. Das zeigt den Hafen. Dann kann das nur noch eigentlich der von Lachi sein, ne? Mal sehen, was drin ist. Verschlossen. Logisch. Keine Panik. Ich werde mich nicht an der Spindel stechen und 100 Jahre schlafen. Ja. Es ist ein Poster, das zeigt, wie man das Feng Shui eines Raumes verbessert. Außerdem ist es voller Schreibfehler. Aber wer bin ich schon, das zu verurteilen? Verurteilen? Ja, der war gut. Okay. Sonst noch was hier, was ich jetzt nicht gesehen habe? Schaut nicht so aus. Ich schaue nur jetzt gleich mal zur Sicherheit, bevor wir da wieder... Schreibt sie das so auf, oder... Schauen wir das jetzt dann da irgendwie stehen? Ach so ist das gemeint, Kids. Ah. Ja, ich wollte nur mal wissen, wie der. Okay, da müssen wir da einfach auf die draufklicken. Ich denke mal, ich habe mir gesagt, wo soll die Königin sein? Okay. Ja, wir werden es schon herausfinden. Na, wir wissen ja eh schon jetzt einiges dazu. Wir wissen ja schon über die Lieblingsorte. Müssten wir schon Bescheid wissen eigentlich. Denke ich einmal. Kann man sehen, willkommen was fragen? Zurück, Sonnenschein. Ich denke, ich... Das heißt, also, ja, kariges Vieh, das müsste müsst aber jemand eine Katze haben, tatsächlich von dem. Und Fisch gibt's. Okay. Nur man muss halt erst einmal schauen, wo man das halt zuordnet. Ich habe bei der Katzenklappe nicht unseren Ding durchlassen. Ich könnte mein Haustierchen durch die Klappe in den Garten schicken. Aber warum sollte ich? Ja, damit wir wissen, was im Garten ist.
Jetzt habe ich gedacht, ich habe da eine super Idee und du machst mir das kaputt, Prim. Danke. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kommen zusammen in gemütliche Atmosphäre. Gönn dir einen Drink in der Taverne zur nebligen Moira. Es ist dein Schicksal. Hi, Echo. Hi, Prim. Oh. Wer ist dein Lieblingssänger? Oh, das ist leicht. Es ist natürlich der oft kopierte, selten erreichte Joe Stygian, der Mann mit der schönsten und lautesten Stimme, die jemals auf Band verewigt wurde. Cool. Ich glaube, ich habe seinen Namen schon mal irgendwo gelesen. Vielleicht kannst du dich ja von ihm inspirieren lassen. Musikalisch? Definitiv. Aber was sein Privatleben angeht, in seinen späten 20ern schuldete er Kloto, Lachis Schwester, eine Menge Geld. Also ging er zu ihr, um zu verhandeln. Aber er wurde niemals wieder gesehen. Okay, das ist gruselig. Der Club 27. Es passiert den Besten von uns. Die Tragödie von Joe Stygian. Hey, ein Schaf wegen unseres Songs. Wegen unseres Songs? Ja. Lass uns über... Klar. Hey! Ein Schachbrett? Mon Dieu! Das ist das. Was ist, okay, ist das? Komm. ZRD. Macht es auch Spaß. Wenn das wichtig für dich ist, dann. Ja. Ich denke, es macht auch Spaß. Okay. Du hast Lachesis beim Spielen getroffen? Ja. Meine liebste Lachy Love 3 ist eine leidenschaftliche ZRDN-Spielerin. Was? Sie hat eine größere Version des Spielbretts bei sich im Garten da drüben. Und via Online-Zwerging können wir zusammenspielen, ohne am selben Ort sein zu müssen. Und eine Chat-Funktion gibt es auch. Du meinst, ihr schreit euch über den Gartenzaun an? Ja. Sehr romantisch. So, hier ist eine Karte schon mal. Wie sind die Spielregeln? Oh, es würde eine Ewigkeit dauern, dir das fortgeschrittene Regelwerk von Zwerg ärgere dich nicht im Detail zu erklären. Ich werde mich lieber nur auf die Erläuterung des Basisspiels konzentrieren. Ein Spieler ist der Jäger, während sein Gegner der Gejagte ist. Der Gejagte muss das Zielfeld erreichen, bevor er vom Jäger gefangen wird. Dabei darf er sich in jeder Runde nur ein Feld in eine beliebige Richtung fortbewegen. Der Jäger hingegen darf zwei Felder pro Runde weiterrücken. Jedoch nur vertikal oder horizontal. Der Jäger muss den Gejagten fangen, bevor dieser das Zielfeld erreicht. Und wann kommen die... Die Zwerge? Ausgezeichnete Frage. Hier wird es interessant. Ohne Zwerge ist es dem Gejagten praktisch unmöglich zu gewinnen. Sogar mit einem Zwerg wird es knifflig. Also können bis zu zwei Zwerge auf dem Feld positioniert werden, die dem Jäger den Weg abschneiden können. Außerdem muss der Gejagte je einen Zwerg pro Runde bewegen, ebenfalls um ein Feld. Verstanden? Ich denke schon. Wie funktioniert dieses Online-Zwerging? Dank deiner Tante Keres, die die Technologie entwickelt hat, ist mein kleines ZRDN-Brett mit dem großen Spielfeld im Garten von Lachy verbunden. So können wir zusammen spielen, ohne am selben Ort ja, sein ihr zu müssen. Seid eigentlich... Aber sie ist doch gleich da drüben im Garten. Ja. Richtig. Ist das nicht beeindruckend? Total. Und wie läuft das Zusammenspielen ab? Stell dir vor, ich stelle hier einen Zwerg auf meinem Spielbrett ab. Dann erscheint eine größere Version dieses Zwergs auch auf Lachis Spielfeld. Okay, das ist wirklich cool. Mhm. Ach, ich glaube, es reicht jetzt mal mit Zwergengeschwätz. Okay. Tschüss, Echo. Au revoir, Mademoiselle Reaper. Das nehmen wir noch mit, natürlich. Tabia. Ja, interessant. Können wir ihm einen Kopf geben von dem? Was hat er Freude damit? Hier gibt es keine Verwendung für unerträglich lautes Schreien. Das war's schon. Dieser kleine Kerl hat die lauteste Stimme, die ich je gehört habe. Jetzt ist er jedoch... Er mag ihn so sehr, ich kann ihn nicht mal mehr mit der Hand herausziehen.
komische Gegenstände. Eimer mit Löchern, Gartenzwerg, Wecker. Denk mal, hier haben wir uns so weit umgesehen. Viel mehr wird wohl nicht sein, denke ich. In den Garten kommen wir nicht. Voll mit weißer Farbe. Ja, da hat jemand den Zaun halt nicht fertig geschrieben, aber ich kapiere nicht, er steht hier. Ja, aber er wohnte da nirgends, da ist ja nichts. Das gehört ja da dazu, oder? Und da hinten ist nochmal Garten, also. Eine ganz schräge Partie da, muss ich auch sagen. Ganz komische. Ich schaue zur Sicherheit nochmal rein. Hier ist tatsächlich so nichts mehr, gell? Mir fällt nichts auf. Die Tür wüsste nicht, wie man. Ja, prinzipiell eh egal, ne? Und dann werden wir in der nächsten Folge zum Hafen schauen. Hätte ich gesagt. Und uns dort umschauen. Wir müssen halt scheinbar hier, das ist halt scheinbar verstreut über die ganze Welt, dass wir ihre Getränke zusammenbringen. Und laut dem Hinweis haben wir es eh erfahren. Ne? Man, ohne den hätte es jetzt tatsächlich, man hätte mir wahrscheinlich jetzt hier nochmal krumm gesucht, aber so wissen wir wahrscheinlich, wir müssen eh herumschauen. Und dann werden wir das einfach so angehen. Dann sage ich auf jeden Fall schon mal danke fürs Zusehen und hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge mit dabei. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.